Die Dresdner können an diesem sonnigen Faschingsdienstag 1945 den Krieg ein wenig vergessen. Und Martin Mutschmann, der vielleicht mächtigste Provinzpolitiker des Nazireichs, bekommt jene Geheimdienstnachricht, auf die er seit Tagen wartet. 773 anglo-amerikanische Lancaster-Bomber rollen zum Start. Aktion Donnerschlag beginnt. Sofort verlässt Mutschmann seine prunkvolle Villa in der Comeniusstraße 32. Der sächsische Gauleiter und Reichsstatthalter hat sich schon vor Jahren eine Reihe privater Luftschutzbunker bauen lassen. Die Stadt trifft der Angriff ohne Vorwarnung. Das glanzvolle Dresden stirbt. Mutschmann? Ausgerechnet er überlebt unbeschadet. Mutschmann, ja, den kenne ich. Von Nationalsozialismus. Mutschmann, das war der erste SED-Dings da von Sachsen. Nein, keine Ahnung. Tut mir leid. Naja, da hatten wir mal eine Straße, die ist danach Martin-Mutschmann-Straße. Ja, geh weg. Wollen wir gar nicht mehr davon reden, von den Schweinen. Ich weiß bloß, dass er in der Villa gewohnt hat, die dann der FDJ hatte, gerade rüber vom großen Garten. Weiter wissen wir nichts. Mutschmann scheint vergessen. Dabei war er einer der machtgierigsten Männer in Nazi-Deutschland. Er war brutal und vorsichtig, geltungssüchtig und feige. Er war Hitlers Lakai und bei der Selbstinszenierung nahm er sich den eitlen Göring zum Vorbild. Auch ein Verbrecher hat eine Vorgeschichte, eine Familie, ein Leben vor der Tat. Mutschmanns Kindheit beginnt hier im kleinen Städtchen Hirschberg an der Saale, Ende des 19. Jahrhunderts. Es ist Gründerzeit in Deutschland. Keine gute Voraussetzung für kleine Handwerker. Mutschmanns Vater Luis ist hierher gekommen, um sich eine Existenz aufzubauen. Doch in der Gegend bricht die traditionelle Heimarbeit am Handwebstuhl zusammen. Tausende gehen für Hungerlöhne in die neuen Fabriken. Auch der Vater findet Arbeit im Schuhsohlenlederwerk. Der Kleinbürger Luis Mutschmann wird diesen Absturz ins Proletariat nie verwinden. Er stammt immerhin aus einer angesehenen Bürgermeisterfamilie aus Göritz bei Dessau. Am 9. März 1879 wird sein Sohn Martin geboren. Er soll einmal nicht als Arbeiter in einer Fabrik enden. Der kleine Martin ist für seine Eltern zu höherem auserkoren. Er soll es eines Tages besser haben. Und wohl auch darum zieht die Familie nach 7 Jahren weg aus Hirschberg, aus der kleinen Stadt an der Saale, in der es keine großen Entwicklungsmöglichkeiten gibt für einen gescheiterten Handwerker. ...35 Kilometer entfernt entwickelt sich eine der florierendsten Städte Deutschlands. Plauen im Vogtland wird Zentrum des deutschen Maschinenbaus und der Textilindustrie. Plauener Spitzen sind in der ganzen Welt berühmt. Hier beginnt der unaufhaltsame Aufstieg des Martin Mutschmann an der Oberrealschule in der Syrerstraße. Sie wird ab 1933, 12 schreckliche Jahre lang, Martin-Mutschmann-Schule heißen. Aber noch ist der Knabe ziemlich unauffällig. Kein schlechter, auch kein guter Schüler. Eher weich, mit Hang zu Höherem. Jemand, der auch in der Schule all die deutschnationalen Erzählungen aufsaugt von Kaiser und Vaterland. Und natürlich von den großen Siegen 1870-71 gegen die Franzosen.
Mutschmann absolviert eine kaufmännische Lehre, avanciert in verschiedenen Textilfabriken vom Lagerarbeiter zum Vorsteher. 1907 gründet er in Plauen seine eigene Fabrik. Die Mobilmachung 1914 und der kriegsverliebte Freudentaumel motivieren ihn nicht, sich freiwillig zu melden. Man muss ihn einziehen. Später in seinen Parteilebensläufen wird er das anders darstellen. Besonders mutig ist er auch dann nicht. Er bringt es an der Westfront gerade so zum Gefreiten. Geschickt schafft er es, nach 2 Jahren als nicht kriegsverwendungsfähig entlassen zu werden. Angeblich leidet er unter chronischer Nierenentzündung. Später prahlt er, man hätte ihn wegen einer Verwundung entlassen. Vor allem hat er in seiner Soldatenzeit Kontakte geknüpft. Mutschmann wird Heereslieferant. Seine Fabrik beginnt zu florieren. Mutschmann glaubt sich auf dem Weg zum Erfolg. Doch dann kommt alles anders. Der Krieg geht verloren. Und unter dem Ansturm der Revolution bricht das Kaiserreich zusammen. Mutschmann schlägt sich auf die Seite der Gegenrevolution. Im Deutschen Schutz- und Trutzbund ist man sich einig, Schuld am verlorenen Krieg, Reparationen und drohendem Sozialismus hat der Jude. 1922 wechselt Mutschmann in die NSDAP. Deren erste Ortsgruppe hat sich gerade im nahen Zwickau gegründet. Noch im selben Jahr entsteht in Plauen eine Art Urzelle der Hitlerjugend. Die Stadt an der Weißen Elster wird zur Nazi-Hochburg und Mutschmann einer ihrer Aktivisten. Im Oktober trifft er zum ersten Mal Hitler. Von nun an dient er sich dem Führer an. Auch beim Hitlerputsch ist Mutschmann dabei. Am 8. November 23 stürmt der Führer mit einigen Getreuen in den Bürgerbräukeller, schießt in die Decke und erklärt die Regierung für abgesetzt. Wir übernahmen den ersten Versuch, die Macht im Staat in unsere Hand zu bekommen. Die meisten Putschisten setzen sich noch in der Nacht ab. Der harte Kern marschiert am nächsten Morgen zur Feldherrnhalle und wird von der Polizei gestoppt. Bei der Schießerei sterben 16 Putschisten. Hitler wird auf der Flucht gefasst und zu 5 Jahren Festungshaft verurteilt. Er muss nur 1 Jahr absitzen und schreibt im Gefängnis sein Machwerk Mein Kampf. Mutschmann besucht ihn in der Festung Landsberg, um sich Anweisungen zu holen. Der Führer schriftstellert und fährt ihn ungnädig an, er solle gefälligst Rosenberg fragen. Und überhaupt, wenn er wieder hier raus ist, nimmt er alles selbst in die Hand. Immerhin, Hitler ernennt den zudringlichen Plauener zum Leiter des Volksblocks in Sachsen, der für 1 Jahr die verbotene NSDAP ersetzt. Mutschmann ist 45 Jahre alt, als er de facto sächsischer Parteichef wird. Und er setzt alles daran, die Nazi-Partei trotz SA und Uniformverbot zu stärken. Februar 1925 kommt Hitler wegen guter Führung in Freiheit. Auch das Uniformverbot ist aufgehoben. Mutschmann trifft sich nun regelmäßig mit seinem Idol. Der beauftragt ihn mit der Neugründung der NSDAP in Sachsen und ernennt ihn auch offiziell zum Gauleiter, also zum Landesparteichef. Und Mutschmann erwirbt sich weitere Verdienste um die Partei. Er sammelt Geld für Hitler. Zum Beispiel beim Tuchfabrikanten Schreiderer in Reichenbach. Mutschmann beschafft Millionen, kann Wechsel von Hitler einlösen und so dessen Wahlkampf mitfinanzieren. Er wird es Mutschmann ewig danken. Inzwischen erreicht die Weltwirtschaftskrise Deutschland. Plauen hat die höchste Arbeitslosenquote der Republik. Am Ende geht auch Mutschmanns Betrieb bankrott. Für den Nazi ist wieder klar, Schuld ist der Jude. Doch er ist Hitler inzwischen so nahe, dass er seine Karriere jetzt ausschließlich auf die Partei setzen kann. Übrigens, Plauen hat dank Mutschmann neben Weimar die erste NSDAP-Stadtregierung. Und er erreicht noch mehr. 1930 zieht er für den Wahlkreis Zwickau-Chemnitz in den Berliner Reichstag ein.
Doch die Metropole Berlin überfordert Mutschmann. Total. Die Staatskunst übrigens auch. Er ist ein Provinzfürst. Sein Geisteskreis wird für immer darauf beschränkt bleiben. Die Weltstadt kann nur seine Vorurteile bestätigen. Für ihn ist das hier alles jüdische Perversion. Mutschmanns Gedankenhorizont spiegelt jene Zeitung wider, der er als Herausgeber seit dem 1. August 1930 vorsteht. Der Freiheitskampf erscheint in Sachsen von nun an täglich mit einer Auflage von etwa 25.000 Exemplaren. Inzwischen ist die NSDAP eine Massenpartei. Die weltweite Wirtschaftskrise hat Mitglieder und Wähler zu den braunen Radikalen getrieben. Mit Enthüllungsjournalismus versuchen die linken Parteien, vor der Wahl die Tendenz zu wenden. Doch die NSDAP verdreifacht in Sachsen ihre Wählerstimmen. Mutschmann ist Hitlers erfolgreichster Vasall. Am 30. Januar 1933 wird Adolf Hitler Reichskanzler. Am 30. Januar sind in Deutschland die Würfel gefallen. Und ich glaube nicht, dass die Gegner, die damals noch haben, heute auch noch lachen. Mutschmann sieht sich auf dem vorläufigen Höhepunkt seiner Karriere. Von nun an arbeitet er daran, sich mehr und mehr Macht zu verschaffen und sich für alle wirklich und vermeintlich erlittenen Demütigungen in seinem Leben zu rächen. Am 8. März 1933 lässt er die Dresdner Volkszeitung schließen. Die Polizei schützt die randalierenden SA-Leute. Im Mai ernennt ihn Hitler zu einem seiner Reichsstatthalter, die ihm direkt unterstehen. So macht er die föderale Institution des Reichsrats zur Farce. Mutschmann, der jeden politischen Schwenk Hitlers mitmacht, wird nun dafür belohnt, dass er bereit ist, auch enge Freunde wie den Parteilinken Gregor Strasser zu verraten, wenn sie Hitler nicht mehr passen. Nun hat er in Sachsen beinahe absolute Macht. Ich weiß nur, dass überhaupt die Funktion der Gauleiter, die ja von Hitler eingesetzt wurden, so eine Art Austragstübel war für alte Parteigenossen, die für höhere Ränge und für höhere Ehren nicht in Frage kamen, weil sie dazu viel zu primitiv waren. Und Mutschmann war überaus primitiv, die dann eben Gauleiter wurden und da ziemlich uneingeschränkt ihre schrecklichen Sachen machen konnten. Und Gnade Gott, wer Mutschmann im Wege steht, wie der SA-Führer Manfred von Killinger. Auch der ist ein alter Kämpfer und von Hitler zum sächsischen Polizeichef ernannt. Er ist nicht so primitiv wie Mutschmann, dessen persönliche Rachefeldzüge gar zu offensichtlich gegen noch geltendes Recht verstoßen. Als Hitler von Killinger auch noch zum sächsischen Ministerpräsidenten macht, tobt Mutschmann. Machtteilung ist nicht seine Sache. Hitler aber weist jede Intervention und Intrige Mutschmanns gegen Killinger zurück. Er braucht einen kultivierten, taktisch versierten Mann, der ihm ergeben ist und mit den Beamten des Regierungsapparates umgehen kann. Von Killinger war im Weltkrieg Kommandant eines Torpedobootes und nach der Selbstversenkung der kaiserlichen Flotte vor Scapa Flow Freikorpsmann. Sein Kampf gegen die Räterepublik machte ihn zum Kommunistenhasser. Er ist ein harter Widersacher für den Gauleiter. Immer wieder versucht Mutschmann, seinen Rivalen Killinger anzuschwärzen. Er bleibt erfolglos. Hitler aber macht sich im engsten Kreis über seinen schwer sechselnden Gauleiter lustig. Und so findet sich im aktuellen Führerlexikon weiter Killinger, nicht aber der ehrgeizige Mutschmann.
Trotz aller Querelen, Sachsen bleibt Hitlers Lieblingsgau. Er kommt gern hierher, denn man liebt ihn, feiert ihn wie sonst nur auf den großen Reichsparteitagen. Solche Besuche nutzt Mutschmann, denn er will auch noch Ministerpräsident werden. Er will die uneingeschränkte Macht in Sachsen. Er hält sich unablässig in der Nähe des Führers. Flüstert ihm zu, von Killinger habe Hitler eine Balletteuse genannt. Aber noch lässt er sich nicht beeindrucken. Hitler braucht Männer wie Killinger, um seinen Staat zu ordnen. Und wenn zwei sich streiten, werden die nicht so selbstständig, so mächtig neben ihm. Doch Mutschmann gibt nicht auf. 2 Jahre lang sammelt er Informationen und sucht Verbündete gegen den verhassten Ministerpräsidenten. Am 30. Juni 1934 kommt die Chance. Hitler lässt seinen Dudesfreund, den SA-Stabschef Ernst Röhm, und hunderte hohe SA-Führer verhaften. Angeblich plant die SA einen Staatsstreich. Doch diese Behauptung ist nur ein Vorwand, um die SA zu entmachten und SS und Reichswehr zu stärken. Röhm und 88 SA-Führer und politische Gegner werden auf Hitlers Befehl erschossen. Oder ein rücksichtsloses und blutiges Zugreifen war vielleicht noch in der Lage, die Ausbreitung der Revolte zu ersticken. Wenn mir jemand einen Vorwurf entgegenhält, weshalb er nicht die ordentlichen Gerichte zur Aburteilung herangezogen hätten, dann kann ich ihm nur sagen, in dieser Stunde war ich verantwortlich für das Schicksal der deutschen Nation und damit des deutschen Volkes oberster Gerichte. Mutschmann sorgt dafür, dass auch von Killinger verhaftet wird. Doch der hat Glück, kommt wieder frei. Unter einem Vorwand lässt der Gauleiter ihn nun ins KZ stecken. Jetzt gibt Hitler nach. 1935 kann Mutschmann die Amtsnachfolge des Ministerpräsidenten antreten. Nun hat kaum ein zweiter Provinzpolitiker in Deutschland so viel Machtfülle wie der Sachse. Fast uneingeschränkt kann Mutschmann nun regieren und Hitlers Worte wahr machen. Sie sind der erste Reichsstatthalter. Was Sie aus dieser Stellung machen, das wird die später einmal sein. Und der gnadenlose Emporkömmling nutzt jede Gelegenheit, Hitlers Rat in die Tat umzusetzen. Die Eröffnung der Reichsmesse Leipzig wurde auch in diesem Frühjahr zu einem großen Ereignis von internationaler Bedeutung. 22 Nationen hatten ihre Vertreter entsandt. Goebbels schätzt Mutschmann als gnadenlos brutalen Führer und witzelt gleichzeitig über den kriecherischen Sachsen. Der duldet keine Götterlein neben sich. Reichsminister Dr. Goebbels eröffnete die Reichsmesse im Leipziger Gewandhaus. Das Volk nennt seinen prunksüchtigen Landesvater insgeheim König Mu. Aber so viel über Mutschmann auch gewitzelt wird, er ist einer der gefährlichsten Nazis Deutschlands. Ein Mann mit Gespür für Macht und Gefahr, der bereit ist, jeden zu vernichten, der nicht für ihn ist. So gern Mutschmann sich in der Öffentlichkeit jovial zeigt, so intensiv betreibt er insgeheim seine Pläne. Schon Ende der 20er Jahre hat er gedroht, eines Tages werden die Synagogen rauchen. Am 9. November 1938 stachelt Goebbels die Gauleiter an. Und in der Nacht brennen in ganz Deutschland die Synagogen. Mutschmann kann nun seinen verqueren Judenhass ausleben. In Sachsen wüten SA, SS, HJ und Parteigenossen am schlimmsten. Henny Brenner aus Dresden ist laut Rassengesetz Halbjüdin. Doch kaum ein Nachbar weiß das. Sie muss die Schule wechseln, eigentlich dürfte sie das Kino ihres arischen Vaters nicht mal betreten. Aber noch richtet man sich ein. Adieu, mein kleiner Gardeoffizier, adieu, adieu und vergiss mich. Doch ab 1942 muss sie den gelben Stern tragen.
Die Eltern hatten Angst um die Kinder, die Väter um ihre Stellung, wenn sie mit Juden verkehren würden. Das war eine ganz komische Situation. Ich habe die auf der anderen Straßenseite laufen sehen, die früheren Freundinnen. Und ich bin nicht hingegangen und die sind nicht herübergekommen zu mir. Also. Es geht kein Aufschrei der Empörung durchs Volk. Die Familie von Hildegard Brüchers, jüdischer Großmutter, gehörte einst zu den angesehensten Dresdnern. Einer der letzten Ausflüge oder Wege mit meiner Großmutter zum Grab ihres Mannes, da durften sie, später durften sie auch gar nicht mehr mit der Straßenbahn fahren, aber bei der Fahrt stand sie auf dem Perron und ein Herr wollte ihr den Platz anbieten und sie zeigte nur auf den Stern und sagte, ich darf nicht. Das war eine meiner letzten schrecklichen, beschämenden Erinnerungen, wie diese großartige, angesehene Frau behandelt wurde. Das alles kommt nicht von ungefähr. Jahrelang hat Mutschmann in Sachsen gehetzt. Schon zu seinem 60. Geburtstag 1939 verehren ihm dankbare Parteigenossen auf Pergament seine markigen Sprüche, die überschlagen sich im Judenhass. Bei Hitler verdient er sich damit Meriten. Mutschmann kann seinen Zugang zum Führer ausbauen. Immer wieder besucht er ihn in Bayern, am Königssee, in dessen Gästehaus und auf dem Berghof. Er bewundert Hitler und möchte es ihm in Sachsen gleichtun. Die Ergebnisse seines Nachahmungs- und Machttriebs aber sind einfach nur grotesk. Mutschmann hält sich für einen Mann der Kultur. Die großen Propaganda-Ausstellungen im Münchner Haus der Deutschen Kunst haben es ihm angetan. Nach der berüchtigten Ausstellung Entartete Kunst von 1937 wird hier nun alljährlich gezeigt, was deutsch ist. Mutschmann hat sich dafür das Heimatwerk Sachsen geschaffen, mit dem Ziel Einfluss auf Kunst- und Kulturpropaganda. Unabhängig vom Goebbels-Ministerium. Ergebnis ist provinzielles Brauchtumgehabe. Nebenbei müht er sich kurioserweise, den Sachsen Sprecherziehung zu verordnen. Erholung von dieser schweren Arbeit für Deutschland sucht Mutschmann bei der Jagd. Er ernennt sich zum Landesjägermeister. Der dicke Reichsmarschall Göring ist sein Vorbild, auch in der Habgier. Aus Parteivermögen schafft er sich ein privates Jagdschloss an. Bald ist er häufiger auf Schloss Grillenburg bei Freital als in seiner Dresdner Dienstvilla. Mit seinem Hang zu grandioser Lächerlichkeit ist Mutschmann recht gut aufgehoben in den Reihen der nationalsozialistischen Führungselite. Immer wieder unternimmt die alte Garde Deutschlandfahrten, um sich von verzückten Anhängern des NS-Staates bejubeln zu lassen. Für Mutschmann auch eine gute Gelegenheit, mit einflussreichen Führern aus Berlin zusammenzutreffen. Mit Kriegsbeginn ist Mutschmanns Machtfülle noch größer geworden. Er ist nun auch Reichskommissar des 4. Militärbezirks, zuständig für Luftschutz und die Umstellung der sächsischen Betriebe auf kriegswichtige Produktion. Doch damit ist er fachlich wirklich überfordert. Lieber veranstaltet Mutschmann groß aufgezogene propagandistische Gulaschkanonen-Eintopfessen. Und geht höchst selbst mit der Sammelbüchse für das Winterhilfswerk durch die Menge. Ansonsten lässt er Luftschutzbunker bauen, für sich selbst. In seinem Garten, an der Mordgrundbrücke auf dem Weißen Hirsch, sogar draußen an seinem Jagdschloss. Für die Dresdner gibt es nur primitive Kohlenkellerbunker. Viel wichtiger ist Mutschmann, Juden zu jagen.
Nach der berüchtigten Wannsee-Konferenz zur Endlösung der Judenfrage setzt er alles daran, Sachsen judenfrei zu machen. Selbst die kriegswichtigen Facharbeiter will er möglichst schnell ins Gas schicken. Die Sachsen, das muss ich nun mal sagen, die waren sehr braun. Erst rot und dann braun. Also die Telefone mussten abgeliefert werden, die Fahrräder mussten abgeliefert werden, die Schreibmaschinen mussten abgeliefert werden, die Ferngläser mussten abgeliefert werden. Eine solche Liste. Und das mit der Handschrift meiner Großmutter hat sie dann nur ein Opernglas, ein ganz kostbares Opernglas abgeliefert. Schreibmaschine hatte sie natürlich nicht und sowas. Großmutter und Tante nehmen sich das Leben, als sie deportiert werden sollen. Am 12. Februar 1945 erhält auch Henny Brenner den Deportationsbefehl. Hennys Vater spekuliert, ein Luftangriff könnte sie retten. Und der kommt wirklich. Die Familie überlebt den Feuersturm, versteckt sich in Ruinen. Schon nach 3 Tagen sucht auf Befehl Mutschmanns systematisch die Gestapo in den rauchenden Trümmern nach Juden. In halb zerbombten Häusern harrt die Familie die nächsten Monate aus. Sie überlebt. Die wenigsten haben so viel Glück. Viele werden gefunden oder denunziert. Gleich nach dem Bombardement hat Mutschmann ein Flugblatt verteilen lassen. Wieder sind die Juden schuld. Während seine Häscher ihr blutiges Handwerk verrichten und auch kriegsmüde aufhängen, setzt sich Mutschmann ab. Erst ins Jagdschloss, dann am 7. Mai nun in Zivil, Richtung Erzgebirge. Doch die Russen kommen schneller als erwartet. Mutschmann versteckt sich bei einem Bauern. Hier im Westerzgebirge hat er ein Jagdrevier. Mutschmann scheint vom Glück begünstigt. Zwischen Amerikanern und Russen bleibt Niemandsland. Doch nach 10 Tagen finden ihn Polizisten der selbsternannten Freien Republik Schwarzenberg. Und er hat es hier 2-mal geschossen. Und wie ich dann näher kam, da kam mein Vater und sagte, jetzt haben sie hier einen Mutschmann verhaftet. Mutschmann wird ins russisch besetzte Annaberg gebracht. Und dort, vor dem Rathaus, auf dem freien Denkmalssockel des Marktbrunnens, für einen Tag an den Pranger gestellt. Am nächsten Tag holt ihn der sowjetische Geheimdienst NKWD, der Vorläufer des KGB, zum Verhör nach Chemnitz. Im Juni transportiert man Mutschmann nach Moskau. Mutschmann bekommt seinen Prozess vor dem Militärkollegium des Obersten Gerichts der UdSSR. Am 22. Juni 1945 beginnen die Verhöre. Die Anklage lautet systematische Verfolgung und Ermordung von Juden, Andersdenkenden und Geisteskranken. Am 30. Januar 1947 verkündet das Gericht ein Todesurteil. Martin Mutschmann wird im Frühjahr 1950 im Moskauer Gefängnis Lubjanka hingerichtet.